Maxim tut so, als ob er arbeitet. Kochstation. Warte ganz kurz. Nein, nee, doch nicht. Ich dachte kurz, das wäre einfach nur ein Reifen gewesen. Ich brauche eine andere Pistole. Impro. Panzerbrechend. Nehme ich das hier vorübergehend. Oh, guck mal, was wir da haben. So ein Viech, was gerade im Ladebildschirm angezeigt wurde. Weichpanzer Meyerlurk. Wir sehen jetzt aber anders aus. Ich sehe schon. Er kommt nicht so leicht durch deren Panzer. Hä? Wo sind die hin? Da. Oh. Habe ich einen und der zweite krepiert auch gleich. Nope. Ah, damn, das hat Schuss ging daneben. Schnauze. Was? Okay. Blutpaket. Zeitlupe für 10 Sekunden. Muss immer Leuten helfen, Sachen richtig zu machen. Stimmt. Das musst du wohl wirklich. Was? Das ist unfair, der kann sich vergraben. Go. Wieso sah das gerade so aus, als ob dein zweiter auf dem Weg ist? Wo ist er? Der Hof. Los, der Hof. Was für ein Arsch. Dass sich Skorpione jetzt aber vergraben können, finde ich unfair. Vor allem, wer kam auf die Idee, dass sich Skorpione vergraben können? Im Ernst? Oh, guck mal, die sind jetzt für eine kurze Zeit nicht angreifbar.
dass die Maulwurfratten schon so arschmäßig da aus dem Boden gekrochen kommen zu Hunderten, war schon so okay, gut. Aber man konnte es ja wenigstens mit einer normalen Pistole one-shotten. Aber Red Skorpione, kommt schon. Das ist einfach nur unfair. So. Speichern und hoffen. Ah, okay. Okay. Dann sollte ich einfach mal aufpassen, wo die Raketen hinfliegen. Was? Okay, gehe ich noch ein Stück weiter weg. Shit. Close enough. Okay, einer weniger. Wo ist der Suicide Squad? Oh. Damn. Und? Okay, dem geht's gut. Hilfsmittel, irgendwas Kleines zum, das hier zum Beispiel, und dann einmal Right Away. Baum MVP. Ja. Ich glaube, der hat tatsächlich einen Teil der Explosion abgefangen. Ah, hat nicht gereicht. Bam. Wie, das hat noch nicht gereicht. Bam. Level up? Nein, noch nicht. Ist das ein Feind oder ein Verbündeter? Es ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, da hätte mich angegriffen. Mittlerweile.
Nein, ich meine, weil der dir den Weg versperrt hat. Achso. Ja. Professioneller Baum halt. The fuck? Nein, es ist Superman. Okay, das heißt hier vorne irgendwo. Da ist er. Anton war blind. Er war er. Hat einen Gegner nicht gesehen, wie der auf einen zukam. So. Warte ganz kurz. Maximale Kapazität? Irgendwas, irgendwas? Nehme ich. Wo ist er? Da. Komm schon. Nice. So, wieder zwischenspeichern. Kommen da weitere langsam? Ich sehe nämlich gerade im Moment keine Gegner. Aber ein oder zwei müssten. Ja, da war gerade einer. Falls es keine Verpixelung war. Wow! Keiner mit Raketenwerfer. Ach da. Ja, das war doch kein Freund und Helfer. Ah, shit. Oh, shit. Guter Tank. Jetzt geh auf ihn los. Au. Stop. Hammer time. Ja. Auf mich zu schießen. Okay, da ist irgendwo immer noch irgendetwas, das mich sogar sieht. Raketenwerfer plus. Nice, nice. Ich glaube nur, dass ich keine Raketen gekriegt habe. So. Wo ist jetzt der Übergang? Habe ich gut gesehen, dass es ein Gegner ist.
Wow! Hab nicht gedacht, dass der so viel Schaden macht, der Hund. Also man merke sich, Hunde sind brutal stark. So. Hä? Wo ist denn der? Da ist der Hund. Schon lästig. Ich muss mal wieder meine Position ein bisschen weiter oben irgendwo einnehmen. RIP. Wo ist der andere? Wo ist der Supermutant? Sollte der nicht auch langsam auf mich zulaufen? Da ist er. Ah, shit. Hey, der hat keinen Bock, sich zu bewegen. Nehme ich. Okay. Irgendwie verträgt er recht viel. Könnte an seiner Panzerung liegen. Okay. Ernsthaft nur 9 Erfahrungspunkte dafür. So. Also auf meinem Level weiß ich nicht, wie ich besser das Ganze infiltrieren könnte. Ich will das Radio ausmachen. Ich habe alles aufgehoben. Oh, eine Angel. Cool. Ich habe alles aufgenommen um das Radio herum, bevor ich das Radio ausgemacht habe. Ich habe direkt auf das Radio gezielt eigentlich. Oh Mann. Immer diese schönen, angenehmen Blutpaketbeutel. Da. Gott. Schrotpatronen, 10mm Patronen, nice. 30er. Hä? Maulwurfsrattenzähne. Wo ist schon wieder Dogmeat? Ach, da unten. Dachte mir schon, was macht da so komische Geräusche?
Okay, und innen drinne, lass mich raten, sind nochmal 17 davon, von diesen Supermutanten. Und alle sind nur mit Granaten und Raketenwerfern ausgerüstet. Kundendienstbereich Terminal. Tja. Gucken wir mal, was du mir preisgeben kannst. Büromaterialbestellung, nichts Wichtiges. Medienveranstaltung. Zur Erinnerung am Dienstag, 26.10. Also vor 2 Wochen. Presseinitiative Westen Wellness durch die Anlage geführt. Kartons mit Westenwasser gemäß Wahlspruchs. Rechnen Sie mir doch mit Doppelschichten. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich wäre auch begeistert, wenn es hieß: Hey, am Dienstag machen wir diese komische Feier, aber am Mittwoch müsst ihr dann Doppelschichten schieben. So, ja, okay, dann verzichte ich lieber auf die Feier. Wie wär's damit? So, ja, aber wir haben doch schon alles geplant. Tja. Nicht, wenn ich Doppelschichten schieben muss. Das Schloss kriege ich nicht auf. Habe ich ein Level Up? Nein. Würde dann nämlich gucken, ob ich das killen könnte. Dach. Ne, zum Dach will ich noch nicht. Das kriege ich nicht auf. Ruft das. Okay, dann will ich doch erstmal zum Dach. So, Kronkorken. Leber 50. Noch mehr Kronkorken. Oh, ein Safe. Nein, Experte. Geländeterminal. Cage. Camp. Okay. Das ist jetzt seltsam. Gate. Also. Ha. Safe-Steuerung. Ha. Schloss deaktivieren. So, Scheinwerfersteuerung. Licht ausschalten. Und raus hier. Und geil. Mit Leuchtvisier abgestimmte. Okay. Und das nehme ich dann auch noch. Einfach weil es recht interessant klingt. Gut. Ich denke mal, ausrüstungstechnisch bin ich mittlerweile recht gut dabei. Ein bisschen mehr Munition könnte mir nur nicht schaden. Okay, dann können wir wieder runter. Wie bin ich hier hochgekommen? Verdammt. Wo ist die Tür? Ah, hier. So, und dann muss ich jetzt wahrscheinlich mit dem Aufzug runter. Und dann gucken wir mal. Na, und den. Okay. Sehe ich hier vorerst keine Gegner. Schnauze.
Schreibtisch. Glühbirne. Achso. Naja, ich wollte die Kronkorken, die hier drin sind. Haha. Gut. Laborstation herstellen. Nee. Tür aufbrechen. Und aufgemacht. Geschafft. Diese Tür aufzuknacken war definitiv notwendig. Naja, Erfahrungspunkte. Na du? Untersuch die Wasser, lass das Wasser aus der gefluteten Westenwasserleitungsanlage ab. Okay. Zu Notfall Hochwasserschutzpumpen möglich. Alarm, die Hauptpumpe läuft aufgrund von Hochwasser mit verringerter Kapazität. Okay. Ich finde es interessant, wie stupide das Wasser abfließt. Oh. Hier ist eine Glasscheibe, oder? Ja. Okay. Okay. Dann gucken wir mal. Hä? Wo ist der zweite? Da ist er. Au! Au! Mieser Motherfucker! Ich finde es übrigens lustig, dass der Weichpanzer Myolog steht, der ein Panzer aber Kugeln und Lasergeschosse reflektiert. So, Moment, bevor ich da jetzt weitergehe und alles erkunde, habe ich noch diesen Bereich nicht erkundet. Na, ah. Dann lad das mal nach. Fuck, endet. Schnauze. Daneben. Ja. Nice. Jetzt kann ich Verandamöbel in Siedlungswerkstätten bauen. Nee, vielleicht möchte ich das doch nicht haben. So, aber sie kriegen das kostenlos. Sogar wenn sie mir noch Geld dafür geben, möchte ich es nicht haben. Die bekomme ich so nicht auf. Immer diese Expertensachen. Ich werde nochmal durch alle Gebäude laufen müssen später, wenn ich alles gemaxt habe. Einfach nur, um diese ganzen Sachen aufzuknacken. Für die letzten paar Erfahrungspunkte. Damit ich Max-Level kriegen kann. Okay, ich habe den Kreis gefunden.
Dann gibt es hier einen Weg nach unten. Der ist aber nicht so interessant. Und dann gibt es diesen Weg hier. Und den nutzen wir jetzt mal. So. Schnauze! Er schreckt mich. Na. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Inventar. Hilfsmittel. Die. Wo sind die? Myelog-Fleisch-Sachen. Oh, Red 10. Red 15. Vielleicht bringt das was. Verbessertes Schloss. Habe ich einen Punkt? Nein. Komm, schieß auf den Meierlord. Na. Schnauze. Ach, da oben. Wie? Wieso macht das so wenig Schaden? Blöde Tür wären, wegen der ich hier herumhänge. Genauso wie dieser Hund. Kann nicht zur Seite gehen. Das war's? Ah, hier. Oh Mann. Die nachfolgenden Kampfsequenzen werden gesponsert von. Oh mein fucking Gott, ich werde doch wohl drauf gehen. Wo ist mein Hund? Ich habe so das Gefühl, dass da einer hinter mir ist. Komm schon. Du kannst nicht schneller sein als ich. Das ist unfair. Und wo ist schon wieder mein Hund? Okay.
Gut. Kick. Nichts mehr. Okay. Oh. Obwohl, das ist gut, das ist gut. Die kümmern sich um die Myolux. Und nicht mehr. Oh, mein Hund wird gerade gepeinigt. Okay. The fuck? Achso, ich bin gerade high oder sowas. Ich glaube, ich bin auf Buffout oder sowas. Ach, da ist es. Ich habe fast keine Scharfschützenmunition mehr. Buffout wirkt nicht mehr. Ey, das heißt, ich bin nicht mehr bekifft. Hallo Dogmeat. Oh Gott. Ich habe die 50 Leben vom Buffout verloren. Man verliert wirklich das Leben. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Oh, warte ganz kurz. Ich weiß, was ich gegen die benutzen kann. Wieso bin ich nicht früher drauf gekommen? Falsch. Waffen. Nein, 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 da. Hä? Ja. Haha. Gebratenes Myolog-Fleisch will ich da sehen. Ich hab's gebraten. Verbrenne. Kommen die langsam angekrabbelt oder wie sieht's aus? Wo? Ah, da. Da versteckt ihr euch also, ihr Schweine. Verbrennt. Go! Oh cool, Schrotflinte durchdringt. Nice, das wusste ich gar nicht. Okay. Also diese Myologs sind lästiger als die Myologs in den vorherigen Teilen. Weiß nicht wieso.
Vielleicht weil die Milox in den vorherigen Teilen etwas später kamen im Spiel als bei mir jetzt. Oder ich habe sie da später im Spiel entdeckt. Ich höre dich. Wo bist du? Ich habe gesehen, dass du dich bewegt hast. Ah. Da. Verbrenne. Und er verbrannte. Ich kann dir entkommen. Tut mir leid, Dogmeat. Wie kann ich nicht mehr auf deine Library zurückgreifen? Du gehst in die Einstellungen, sagst dann Familie. Und dann sagst du Max das. Ach nein, warte ganz kurz. Beziehungsweise ich glaube, du musst dann. Ach so, wieso kann. Ach so. Ja, das Wie hatte mich auch ein bisschen mehr gewundert. Weiß ich nicht. Musst du vielleicht neu autorisieren. Ist ja nämlich nur von Rechner zu Rechner und so. Wie komme ich da hin? Ich kann nicht über ein Geländer springen. Ich weiß, das müsste ja eigentlich autorisieren. Ja, ich habe sie autorisiert für dich. Beziehungsweise du hast es mit meinem Account gemacht. Aber ich habe auch nichts geändert. Der Hund springt hinterher. Das ist nett. Verdammt. Wie komme ich jetzt dahin? Ja, das wäre seltsam, wenn das Team zurückgesetzt hat, weil ich hatte noch Zugriff auf deine Library, soweit ich das gesehen habe. So, wow. Ich dachte, jetzt bin ich tot. Ja. Ich kann ja später dann gucken. Das Schloss sieht stabil aus. Ich habe immer noch keinen Punkt. Nee. Okay, dann. Hier nach links gibt's nichts.
Aber das Problem ist halt, wenn auch Maxis Liste weg ist, dann müsste es ja über irgendwas anderes herkommen. Okay, ich denke mal irgendwo da drinnen und dann nach rechts. Und dann gucke ich mal, wo es hinläuft. Ah, stimmt, da gab es ja nicht viel Laufmöglichkeit. Okay. Ich musste zum Beispiel meinen PC neu autorisieren gerade. Oh. Ja, dann ist da definitiv was von Steams Seite. Pumpensteuerung habe ich aktiviert. Aber wo ist der zweite Zugang? Ach, da ist schon wieder so ein Glas dazwischen. Nee, auf meinem Hauptrechner musste ich Steam nicht neu autorisieren. Okay, ich habe einen Durchgang gefunden. Ärgerlich. Hätte ich durchaus früher finden können. Hab echt sinnlos gesucht. Teilweise. Professionell den Deckel geschlossen, statt den Schalter zu aktivieren. Kehre zu Aufseher White zurück. Tschüss, Dogmeat. Mit Bayonettschwert, nee. Das passt. Brauche ich nicht. Okay. Ich hab's hingekriegt. Ich hab die Mission hingekriegt. Ich wollte schon sagen. Aber glücklicherweise habe ich irgendwie 10.000 Mal zwischengespeichert in der Mission. Stell dir vor, ich hätte das nicht gemacht. Oh Mann. So, und dann vielleicht ein Right Away in die Hauptstadt zurück und da schlafen gehen. Und wäre echt nicht schlecht, mal ein paar Stimpaks zu kriegen. Irgendwoher. Wieso laufe ich eigentlich? Na? Na komm schon, reagiere. Oh Mann.
Ich habe ein Problem. Ich sollte was essen, aber ich habe keinen Hunger. Das ist in der Hinsicht ein Problem, weil ich in letzter Zeit bereits sehr wenig gegessen habe. Hallo, schön dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Du hast was von einer Belohnung gesagt? Ja, natürlich. Hier, du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Außerdem gibt dir Greenie einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. Ich möchte diese Roboter über den Haufen schießen. Ich habe zu wenig dafür gekriegt, für den Aufwand. Das war echt. Mr. Handy. Das werden wir dir nicht vergessen. Ich habe gehört, irgendeiner von euch. Hier, Wenn du Greenie. handeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Ja? Green. In Grey Garden ist der Preis immer heiß. Sollen wir einen Deal machen? Ja, okay. Also, jetzt kann ich ihm endlich mal ein bisschen Müll abgeben. Ich habe 2099 Kronkorken mittlerweile. So. Oh, ich habe Big Jim gefunden. Sieht aus wie eine Kettensäge. Nice. Flaschenkürbis. Oh shit. Achso. Oh Mann, trotzdem. Das, was ich momentan zurückkriege von denen, ist nicht viel. Tja, das ist genauso gut wie das, was ich habe. Glasfaseroptik. Golduhr. Zweimal. Ja, gut. So. So, Level up. Und dann. So, am Anfang 5% mehr Schaden, einfacher zu überreden. Einfacher zu beruhigen. So. Nee, ich wollte auf Wahrnehmung. Hier, Schlossknacker, Wahrnehmung 4. Genau. Gut, dass ich bereits den einen gefunden habe. Wie sieht mein Inventar aus? 202 von 260. Dann kann ich sogar noch durch die Gegend laufen. Eine Weile. So, wo war die... Ach, da war die Brücke. Laufen wir endlich mal drüber.